Ja, wir waren heute mal wieder auf dem Spielplatz. Einen schönen guten Abend. Und ich staune, was Eltern so in ihre Kinder reinpumpen. Gut, ich kaufe Spielzeug, aber mein Kind kauft sich auch vieles selber von ihrem Taschengeld. Aber ich frage mich, ob für einen 13-jährigen Jungen ein Handy von 500 Euro sein muss. Weil er hat nämlich mein Handy gesehen. Ich habe das ja vom, sag ich mal, ein Vertragshandy ist das ja. Ich habe mir das ja geholt, weil die anderen immer nach 2 Jahren hin waren und so kriege ich wenigstens ein Austauschhandy. Ich würde mir sonst nie ein teures Handy kaufen. Und er wusste ganz genau den Preis. So. Und da sage ich, wie bitte? Und da meint er so, ja, ich habe auch so eins. Ich weiß jetzt nicht, wie viel meins gekostet hat, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber ich habe schon gestaunt, dass ein 13-jähriger Pippel schon so ein teures Handy. So, und das ist ja eine Familie von 3 Jungs. Ne? Und man muss ja immer vorsichtig sein, Namen darf man ja nicht sagen. Aber ich finde das schon beschämend und traurig. Ich habe das vorhin mal schon gesagt, mit 3 Jahren. Egal, ob die jetzt aus dem Ausland sind oder nicht. Ich meine, wenn sie hier in Deutschland sind, dann müssen sie sich auch den Normen und Regeln anpassen, ist meine Meinung. Und ich glaube nicht, dass das gesund ist, so wie mir der Große erzählt hat, dass der Kleine mit 3 Jahren bis nachts um 12 aufbleibt. Also, das kann es ja wohl nicht sein. Vorhin mal war er um 10 Uhr noch auf dem Spielplatz. Und da habe ich gesagt, das ist nicht gesund. Um 6 ist Armbrotszeit und duschen muss ja auch noch vorher und dann nachher ins Bett. Also, der ist 3 Jahre. Ja, er macht wohl Mittagsschlaf, er geht wohl bis mittags in eine Kita. Und dann kocht Mama erstmal zu Hause und dann ist er erst um 2 im Bett und dann schläft er. So. Und dann ist er natürlich dadurch abends so lange wach. Ist nicht gut. Und da ich mich ja so mit den pubertierenden Kindern, weil die ja alle so ein bisschen in der Pubertät sind, irgendwann gehst du denn eigentlich schlafen? Och ja, das ist unterschiedlich. 24 Uhr, manchmal auch um 1, um 2, weil wir dann Besuch haben vom Bruder. Der Besuch ist dann noch da und dann kommen sie nicht zum Schlafen. Dann schlafen sie vielleicht erst meist um 2 ein, nachts. Also, ich finde das schon bedenklich. Aber für den Kleinen finde ich das ganz bedenklich. Das ist nicht mein Kind, ne? Aber es ist ganz bedenklich, der wird später irgendwann richtig hyperaktiv sein und so aufgedreht, weil der überhaupt nicht schläft. Und wenn die in ihr Land fahren, dann schlafen die sowieso, wann sie wollen. Das hat er mir auch erzählt. Also, da sind Reiche, die gehen sowieso nicht arbeiten, die schlafen wann sie wollen und gehen, wachen dann auf, wann sie wollen und gehen raus, wann sie wollen. Und also, ich sag dir, das sind Normen und Regeln. Und mit sowas haben die Kinder Kontakt, ne? Und da wird sich ja auch dann viel abgeguckt. Was? Du hast nur ein Handy von 100 Euro? Ja, ich habe ein Handy von 500 Euro. Ein Piepel mit 13 Jahren. Was hat denn der später, wenn der 14 oder 15 ist? Kriegt er dann ein Auto geschenkt oder was? Also, die kennen überhaupt nicht den Wert dieser Sache. Also, das verstehe ich nicht. Und in ihrem Land, okay, das sind die verwöhnten Prinzen in meinen Augen. Muss ich jetzt echt mal so sagen. Echt verwöhnt. Können dann gehen ins Bett, wann sie wollen, können aufstehen, wann sie wollen. Und die müssen das ja auch lernen. Sie müssen ja nächste Woche wieder in die Schule. Ich weiß nicht, was das werden soll. Also mit den Kleinen, da mache ich mir wirklich habe ich große Bedenken, weil er nachher total hyperaktiv ist. Und die Mutter, die geht schlendern, geht einkaufen. Und der Große ist mit den Kleinen unten, was er normalerweise gar nicht braucht, weil er ist noch nicht verantwortlich für den Kleinen. Bei 3 Jahren muss die Mutter noch mit bei sein. Ich begreife das hier nicht. Ich meine, es mag ja alles sein. Vom anderen Land ist es so. Das mag ja alles sein. Ich kenne auch viele Leute vom anderen Land. Aber so ein Durcheinander da. Also das ist ja unnormal. Und trotzdem hat sie sich hier anzupassen. Ist meine Meinung. Und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Mit mir redst du sowieso nicht mehr. Aber ich finde das eine Frechheit. Weil mir geht es um den Kleinen. Der ist 3 Jahre. Der ist nachher total verzogen und was weiß ich nicht alles. Das ist echt beschämend und traurig. Und die Kinder, die da sind, alle auf dem Spielplatz, die bekommen das natürlich mit. Och, du hast ein Handy von 500 Euro. Oh, du darfst so und so lange aufbleiben. Dann hast du nachher zu Hause das Theater. Och, der darf ja auch bis um 2 Uhr nachts aufbleiben, oder? Na wunderbar. Und der Kleine, der 3 ist, der bleibt dann einfach mal so bis nachts um 12 Uhr auf.
24 Uhr. Ey, super Normen und Regeln sind das. Also da fasse ich mir wirklich an den Kopf. Aber alle wissen das und keiner sagt was.